wir gingen ja von diesem großen Arenenlook aus, den Günter Jeckle im vorigen Jahr im März oder so entwickelt hat. Von dem ausgehend haben wir das ein bisschen vereinfacht, weil wir gemerkt haben, dass das ganz große Arenendesign mit 15 oder 18 Meter Trim schon in vielen Hallen irgendwie nicht so richtig umsetzbar war. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir müssen das ein bisschen downsizen und was machen, dass grundsätzlich einen Look hat, den wir weltweit umsetzen können, den wir Open-Air-mäßig machen können, den wir aber auch in Arenen machen können und auch in Open-Airs in Ländern, wo es vielleicht nicht so easy ist mit Technik. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir eine große Backwall machen, weil man mit der Backwall, mit einer großen LED-Wand letztlich alle Looks umsetzen kann, die man braucht und dadurch geben wir eine Größe vor, wie die ungefähr sein soll und sind wir auch nicht so abhängig davon, wie groß ein Teil ist oder ein Panel ist, um irgendwelche Streifen oder so zu machen. Also jegliche Formen, die wir in der Show verwenden, machen wir über einen Medienserver letztlich dann. In der Arenenversion ist das Ganze so leicht angeknickt, also um 15 Grad, die Traversen halt nach vorne geknickt. Das habe ich mir irgendwann überlegt, beziehungsweise es kam auch das Original Arenendesign kam auch schon ein bisschen angewinkelt. Aber der Vorteil aus meiner Sicht ist durch diese gewinkelte Sache einfach der, dass einfach mehr Leute immer von der Seite drauf blicken als von vorne und dass wir einfach der ganzen Bühne mehr Tiefe geben. Auch für die Kamera, weil wir unheimlich viel Live-Bild, also wir haben letztlich immer Live-Bild irgendwo in der Bühne. Bei uns verschmilzt das Live-Bild immer im Content. Aber dadurch haben wir gesagt, okay, wir knicken die so ein bisschen an, so haben wir diesen Fan nach vorne automatisch schon von den Traversen her und wir achten auch speziell bei den ganzen Looks, die wir verwenden, also die ganzen Presets, dass die von der Seite auch gut aussehen und nicht nur vom zentralen Punkt von vorne. Wir haben quasi drei Traversen, quasi Upstage, Midstage, Downstage Traverse, die einfach nur mit Spots und Washern, Blindern und Strobes bestückt ist. Das ist auch wirklich simpel mit Spot Wash und abwechselnd gehangen und das Design ist so ein bisschen vom Charakter her so, dass wir nach vorne hin so ein bisschen Trichter haben und mit den seitlichen iMac-Wänden die ganze Bühne dann nochmal richtig aufmachen. Deswegen auch die Frontras quasi, wenn man das so bezeichnen möchte, genau in Gegenrichtung geknickt, um diesen ganzen Arenen-Look quasi wieder so nach vorne zu vollenden. Also nicht, wir öffnen quasi von hinten und vorne schließen wir das Ganze wieder ab und machen so eine Art optischen Abschluss. Der optische Abschluss kommt auch mit den ganzen Seitengehänge. Also wir haben uns entschlossen, an der Seite einfach LED-Wash zu machen nochmals, um eben auf den ganzen Closes für die Kamera, die von der Seite irgendwie auf dem Mikro gehen, dass wir da immer einen Hintergrund haben. Weil sonst filmt man ja letztlich ins Leere und so haben wir eben zum einen eine Spitze für die Band irgendwie von der Seite und zum anderen auch einen Lichtpunkt, wo immer was passiert. Wir hatten anfangs in Russland, hatten wir ja noch Follow-Spots im Dach, die quasi die klassische Spitze gemacht haben für die Kamera, haben irgendwann dann im Laufe der Tour gesagt, das klappt mit den Örtlichkeiten nicht. Also da kann man dann Leute, es ist schon schwierig genug, 5 Follow-Spot-Operator FOH zu haben, die irgendwie Englisch sprechen und Fade-In und Fade-Out verstehen zum Teil, so blöd es klingt, es ist tatsächlich so. Und dann irgendwie 5 Trustbots da zu bekommen, das war nicht möglich einfach. Wir haben zwischendurch auch mal mit dem PRG Ground Control System gespielt, in Australien hat man das, weil da gab es keinen Platz für Follows. Das fanden wir sehr gut, weil das tatsächlich wirklich so super stressfrei lief wie noch nie zuvor. Und das Coole ist halt, du hast halt alle Parameter am Pult, das heißt die Jungs, die verfolgen wirklich nur am Bildschirm den Musiker und jeder hat auch seine Musiker und die können sich auf das konzentrieren und auf Größe, Farbtemperatur und allen möglichen Effektkram. Das macht halt alles das Pult und das finde ich wirklich super klasse. Hier ist es Mac Viper als Spot und Mac 2000 Wash XP als Wash. An der Seite haben wir Mac Quantum Wash, Strobes haben wir gewöhnliche Atomic 3000. Dann haben wir als Specials haben wir da vorne Niederwaldscheinwerfer, ganz klassisch. Wirklich ganz analoge alte Niederwaldscheinwerfer. Das war einfach
den Grund, die Band wollte für die Arenenproduktion, wollten die für diesen Unplugged-Set wirklich was Intimes machen. Und da habe ich ihnen dann vorgeschlagen, dass wir, also ich wollte unbedingt mit diesen Farbtemperaturen ein bisschen spielen. Und da die ganze Show ja so auf HMI läuft und so ein Kram, sagte ich, okay, lass wirklich ganz, ganz warm werden und nur mit Spitze und Vorderlicht und sonst gar nichts. Und dann habe ich ihnen das so vorgeschlagen und gezeigt, mit einem Visual und so, was man da machen kann. Und ja, die Trust fährt einfach C1-mäßig rein zu dem Part. Die machen die drei Songs da vorne auf dem Thrust und dann fährt das Ding auch wieder weg. Aber das sind wirklich ganz alte Niederwolt-Scheinwerfer. Ich wollte auch unbedingt genau Niederwolt haben, weil die diesen schönen Look auch haben und den Grill und wenn die reinfaden und so, das hat halt super viel Wärme. Das fand ich gut. Und als zweiten Teil, als Steigerung dessen, kam damals Günther Jäckle mit der Idee, die Spiegelkugel wieder auszugraben, die ja bei jedem Rock-Act so irgendwo schon mal seinen Platz fand. Und für die Spiegelkugel haben wir nochmal in der Arena 10 Mythos verteilt, die quasi da das erste Mal angehen, wirklich diese fetten Beams im Publikum und so machen. Das ist so schon ein bisschen ein Highlight-Punkt in unserer Show, sage ich mal, weil das ist halt vom Look her, von diesem riesen fetten LED-Lichtlook, gehen wir da ganz auf intim und die Spiegelkugel macht dann auch nur das Licht fürs Publikum, für die Kamera, irgendwie anstatt der Blinder und so ein Kram. Also das ist so ein bisschen dramaturgisch runtergeholt, wirklich auf die Basics und einfach nur Band mit ein bisschen ambiente Licht, ganz intim. Klappt hervorragend und wünschte ich mir bei jeder Show, geht aber halt nur in Europa, wo man eine C1-Lage und so ein Kram, wo man so viel C1-Motoren bekommt und Spiegelkugeln in der Größe und so, das ist ja nicht immer so einfach. Ja, und ab dem Zeitpunkt, wo dieser Effekt mit dem Unplugged-Set mit der Spiegelkugel war, nutzt man Mythos auch für die restliche Show weiter. Also wir haben dann auch hier vorne nochmals CO2-Jets, nicht CO2-Jets, Konfetti-Werfer, so. Immer zwischen den Subs jeweils. Dafür braucht man auch die Mythos, um einfach diesen Effekt am Ende nochmals wirklich so gut wie möglich zu beleuchten, dass man das Konfetti auch sieht irgendwie. Und ja, ich meine, Mythos ist ja super flexibel, einsetzbar. Man kann so gut wie jeden Look irgendwie machen damit, den man braucht. Also insofern war das ein wichtiger Punkt, die Lampe da an der Stelle zu setzen. Ja, gucken wir mal nach hinten. So. Wir können hier in den Bunker reinschauen. Ja, was wir auch ganz klassisch wieder haben, was ja so ein bisschen Scorpions typisch auch ist, sind diese Ego-Bunker. Links Stage Left und Stage Right, Downstage irgendwie, mit vorne nochmal ein Laufweg, ganz typisch für einen Rock-Charakter in der Show. Und was wir halt machen, ist, wir nutzen die Bunker auch als Arbeitsfläche. Das heißt, hier Stage Right ist eben unter dem Bunker auch wirklich Monitor World reingebaut. Und drüben auf der anderen Seite haben wir einen der Gitarren-Backliner, die da drunter sitzen und so halt auch wirklich vor dem ganzen Set-Kram letztlich die Künstler sehen, ob die irgendwas brauchen oder nicht, weil das ist ja immer irgendwie schwierig, dem Monitorplatz eine vernünftige Position zu geben, dass der auch sieht, was auf der Bühne abgeht und so weiter. Und das Set steht ja auch, ich glaube, 5 Meter von Downstage weg und so. Und das hat sich super angeboten. Also so haben wir quasi unseren Ego Riser, wo die Jungs drauf können, da haben auch noch ein bisschen Lampen drauf und das ist auch so ein bisschen der Abschluss. Das passt perfekt. Guck mal nach hinten zur Videoregie. Ja, hinter der Bühne irgendwo finden wir immer einen Platz für unsere Videoregie. Die ist in diesem Fall hier. Bei der aktuellen Tour haben wir eben ein Kamerasystem, das von PRG Nocturne die ganze Show mitreist, die ganze Tour mitreist. Das hatten wir eigentlich ganzen Sommer so in Europa und auch in Amerika. Ja, hier sitzt mein Kumpel und Kollege Tobi und callt und mischt die ganzen Kameras, die er von hier wiederum dem Medienserver schickt, wo sie nochmals durchgehen und mit Effekten versehen werden, platziert werden in der LED-Wall. Also letztlich schickt er quasi 2 Signale dem Medienserver und die sind quasi in der Show so gut es geht mitprogrammiert. Es gibt immer wieder Modulatoren und Effekte, die quasi mit der Hand
gemacht werden, ein bisschen verändert werden vom Look, je nachdem wie halt das Licht ist irgendwie. Weil der Bandwunsch war es, kein cleanes Kamerabild durch die Show zu haben, um einfach diesen Charakter von Rockmusik auch nochmals da zu haben, dass man das ein bisschen verfälscht, dass man das muss nicht immer clean sein, das muss nicht immer perfekt sein. Rockmusik ist nicht perfekt und so soll auch die ganze Show, wie sie umgesetzt wird, sein. Und deswegen geht der ganze Kram durch einen Medienserver und wird eben immer in den Content auch mit eingebunden, so dass das wirklich randlos irgendwie übergeht, um einfach diese Mischung zwischen Content und Live-Bild letztlich in den Lichtlook mitzubekommen und um daraus einen Gesamtlook zu bekommen. Weil wir wollten auf gar keinen Fall so eine Show haben, wo hier ist Licht und hier ist Videocontent und da ist Live-Kamera und die drei haben halt nichts miteinander zu tun. So. Es ist immer schwierig, weil das halt sehr viel von Örtlichkeiten abhängt, wie stark ist der Vollausbord, wie weit müssen wir den ganzen Kram zurückfahren. Das ist halt, lässt sich nicht so programmieren klassisch, wie andere das machen, weil das halt jeden Tag anders ist. Und manchmal läuft der ganze Kram halt auch erst eine Stunde vor Einlass. Und da muss man halt viele Masterregler und so bei den ersten drei Songs mal schieben, um die Balance zwischen den ganzen zu bekommen. Wenn wir hier weitergehen, hier hinten ist eben gleich der Mediaserver, der bei uns mitreist. Also den hatten wir tatsächlich auf der ganzen Welt dabei. Wir machen das mit zwei VPUs von MA. Die VPUs aus dem Grund einfach, weil bei der letzten Tour oder wann auch immer es zu einem ziemlichen Delay beim Input kam oder letztlich das Signal bis an der LED-Wall war, hatten die halt einen mega Input-Delay und da gab es irgendwann weit vor mir noch bei Günter Jeckle im Studio so ein Shootout auf die Art, haben sie mehrere Medienserver offensichtlich miteinander verglichen und da ist die VPU vom Delay her am besten ausgestiegen und das war ein Hauptgrund, warum man sich für VPU entschieden hat letztlich. Das Schöne ist halt, die habe ich zu 100% am Pult, ich habe alle Parameter, die ich irgendwie verändern will, vom Pult aus gesteuert. Das heißt, ich brauche keinen externen Laptop, ich brauche keinen Manager oder irgend so ein Kram, das läuft alles übers Pult. Und ich muss mich auch nicht großartig darum kümmern, dass das Ding läuft, weil das findet irgendwo seinen Platz, wird angemacht, kriegt ein Netzwerkkabel drauf und ist in der Session mit drin und wir können loslegen. Also ich brauche da nicht Setup-Zeit von einer Stunde oder so mit irgendwelchen EDID-Managern und so ein Kram. Das lässt sich halt sehr schnell einfach einbinden und an- und ausmachen, was bei Festivals und so doch ein wichtiger Punkt ist, vor allem wenn man halt irgendwie spät reinkommt, wegen langem Travel und so, ist das ganz wichtig. Tatsächlich hatten wir das ganze System auch dreimal parallel auf Welttournee unterwegs. Also dieses Rack gab es dann dreimal und den FOH gab es dreimal, die Videoregie gab es zweimal, im dritten Setup war die quasi immer örtlich und so wussten wir halt, egal was passiert, die Komponenten, um die Show zu fahren, haben wir dabei. Wir haben einen Pult dabei, wir haben die Netzwerkswitch dabei, die aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind, dass man die auf so eine Tour mitnimmt, weil du hast einfach alle lebenswichtigen Adern selbst. Und dadurch, wenn da eine Lampe mal ausfällt oder der Mixbooster nicht mehr spielt, dann kann man trotzdem eine Show spielen. Fuckt aber das Pult ab oder das Netzwerk funktioniert nicht, dann steht die Show in dem Moment. Und das war glücklicherweise nie der Fall und da sind wir auch ganz glücklich darüber, dass wir es so gemacht haben, dass wir alles mitgenommen haben letztlich. In dem Rack ist nichts Spektakuläres drin, wie alles, was man so braucht für ein Videorack. Was wir hier haben, sind die MA-Switch, mit denen wir das ganze Netzwerk eben vom FOH zur Bühne aufbauen. Eben auch immer Main und Backup, auch mit den VPUs genauso. Auch die Switch kann ich zu 100% vom Pult aus einstellen, konfigurieren, gucken, wo steckt was dran, irgendwie beschriften, ihm sagen, hier steckt wo das rote Lämpchen angeht, schicken wir jetzt Adnet raus und so ein Kram. Also es erleichtert einfach total die Setup-Zeit in manchen Ländern. Das war uns tatsächlich ganz wichtig und auch sehr erforderlich. Von dem Rack
Also hier geht zweimal von unserer Videoregie HD SDI rein. Das wird gesplittet auf beide Medienserver. Einmal Main, einmal Backup, um einfach die Umschaltmöglichkeit im Havariefall zu haben. War glücklicherweise nie erforderlich, aber wir haben es dabei. Von hier schicke ich dann dreimal DVI aufs örtliche System. Das sind hier in unserem Fall jetzt die Videoprozessoren. Auch wieder alles voll gebackupt. Eben einmal für den großen Backscreen, einmal für die Z-LED-Wand und einmal für die seitlichen iMacs. Wir schicken das auf drei Ausspielwege raus, weil ich die drei Master, die Brightness Master für die Wände gerne am Pult habe. Weil wir könnten das alles auf eines mappen und so, das würde alles funktionieren. Aber das Problem ist halt dann, wenn die Wand hinter Klaus und so zu hell ist und der Fallout vielleicht zu dunkel und so weiter. Dass wir einfach diese Feinabstimmungen immer in der Hand haben, die ganze Show über, um da auch reagieren zu können, wenn es notwendig ist. Ja, von hier geht es weiter nach drüben. In diesem Fall heute ist hier die Dimmer-Sitte für das ganze Licht. Die steht immer irgendwo upstage rein, je nachdem wo halt Platz ist. Aber von uns aus bevorzugt hinter der Bühne, weil links und rechts von der Bühne die ganzen Backliner sind und wir das als Arbeitsbereiche benötigen. Wenn wir hier nach vorne gehen, hier auf der Seite wieder Backline Areas, einmal Bass und einmal Gitarre, wieder unterm Bunker, ganz nah irgendwie an der Bühne, so dass die auch sehen, was da auf der Bühne abgeht und wo die Künstler auch runter können oder hin können, wenn irgendwas ist, letztlich. Lass einen Blick auf die Bühne werfen. Hier ist der C1-Operator für die Show. Bevorzugt haben wir den immer auf der Bühne, weil wir eben unser Drumset auch eben beim Drum-Solo hochfliegen. Vor der Show ist das quasi im Set drunten versteckt sozusagen. Und so hat er immer auch Blickkontakt irgendwie zum Riser, zum Drummer, zum Drum-Backliner, ob da alles okay ist, ob wir safe sind zu fahren. Das Set selbst haben wir jetzt auf der Sommertour in Europa und in Amerika auch dabei gehabt. Eben aus dem Grund, weil dieses ganze geknickte Kram und so, das sind alles Spezialteile in vielen Ländern und so. Und da wollten wir irgendwie kein Risiko eingehen und wir wollten den Look, das haben wir einfach auf der ganzen Welt auch irgendwie bei allen Shows dabei gehabt. Das Ganze auch rollbar, um bei den Festivals nach hinten zu fahren und nach vorne zu fahren, um auch wirklich kurze Changeover-Zeiten zu ermöglichen. Ja, das hat sich für ganz funktionierend herausgestellt, sage ich mal. Guck mal, vielleicht zum... Oh, warte, Tobi soll das Ding nochmal hochfahren. Tobi, fährst du den Drum Riser nochmal hoch, wenn Mario nichts mehr braucht? Die Spiegelkugel auch auf zwei C1 Motoren irgendwie hinter dem Cache versteckt, damit man halt nicht schon im Vorhinein erahnt, um was es geht. Es ist heute ein bisschen niedrig, weil er die Halle nicht mehr hergibt, aber in der Regel hängt das aus dem Bild und das ist schon so ein bisschen ein Aha-Effekt, wenn das Ding rausfährt. Auch wenn jeder den Effekt kennt und das total kitschig ist und alles. Die Leute zücken ihre Kameras, machen Fotos, finden es also gut. Ja, gucken wir noch nach hinten. Jonas, ja,
Leo, can we bring it on level for a moment? Für den Schlagzeug-Solo Special Effects fliegt ja unser Drum Riser hoch. Das ist ja ein alter Scorpions-Effekt, den man, glaube ich, von früher schon kennt. In dem Fall haben wir uns dazu entschlossen, da Lampen drunter zu montieren, um dieses Hochfahren auch ein bisschen zu inszenieren. Da kommen dann auch noch Feuerlöscher, Tier-2-Feuerlöscher in Einsatz, um da auch die entsprechenden Nebel und so Kram zu haben. Wir haben da eigentlich viel rumprobiert, welche Lampe sich am besten eignet. Und es ist tatsächlich so, dass der Sharpie Wash die beste Variante bringt, die den Look ermöglicht, den wir da letztlich haben wollen. Wir haben alle möglichen LED-Washer ausprobiert, normale Sharpie Beams ausprobiert, all möglichen Kram. Wir haben VL 3500 runtergestellt und geguckt, wie das aussieht. Und der Sharpie Wash ist kompakt, der ist klein in seiner Bauweise. Dadurch kann das Drumset so weit möglich wie möglich nach unten, dass man es sieht. Und hat den Punch, den man genau nach vorne raus braucht. Und das ist perfekt. Also das funktioniert top Sahne. Der Drum Riser fährt bei uns mit. Also überall, wo unser Set dabei ist, ist auch diese spezielle Flugplattform dabei. Auch der ganze Pipe-Kram drunter, wo die Lampen dranhängen, den haben wir mit. Die Lampen, wie auch alle anderen Lampen, örtlich. Er ist jetzt nicht abgesetzt, er wird nochmal dann am Set selbst abgesetzt, damit er sich auch nicht bewegt zur Show. Jetzt im Moment hängt er frei, deswegen, wenn man draufsteckt, wackelt es ein bisschen. Aber was wir halt noch haben, wir haben einen Backshot. Also Tobi oder letztlich Mickey hat sich das gewünscht, dass er irgendwie einen, so einen super totalen Look von hinten bekommt, was sich für sehr gut für sein Solo herausgestellt hat zu benutzen. Und dann haben wir auf der Seite noch eine kleine Fingercam, um so einen Seitenshot von ihm zu haben, den man immer wieder reinschneidet. Das Ganze jetzt hier ins Pre-Rig gibt letztlich vor, wie sich die letztlichen Traversen anordnen oder wo die halt nicht hängen können. Letztlich, das hängt drüber, über dem Ganzen, und es war glücklicherweise wirklich möglich, überall C1 Motoren zu bekommen, um diesen Effekt auch zu machen. Also wir haben das in Asien dann nicht gemacht, weil der ganze Kram von A nach B geflogen ist und das Set mit der Sperrigkeit, wie es ist, das ist ja mehr als ein Trailer, nur was wir jetzt an Backline und an Set dabei haben, das wollte man dann nicht fliegen, das kam dann örtlich. Da haben wir dann eben das Drumset auch nicht geflogen, da war das Ganze aus Leier gebaut und auch gerade anstatt geknickt, aber in Amerika und in Europa und auch in Osteuropa und überall hat das tatsächlich immer super funktioniert. Die C1-Motoren gab es glücklicherweise, und um den Effekt auch zu machen. Das war doch eine Überraschung. Washlight generell ist so ein Thema, das ist schwierig. Ich meine, auch ein VL 3500 ist eine Rarität, wenn man aufs Alter guckt, aber wenn man auf den Output und auf die Farben guckt oder auf den Look, die Lampe erzeugen kann, dann ist es schwierig, etwas zu finden, das so aussieht. Wir hatten beim ersten Tourteil voriges Jahr in Amerika, wo Rainer und ich noch so das Design gemeinsam da entworfen haben für die Amerika-Tour, hatten wir das Ganze mit K20 gemacht, also auch im Dach und so, BIs überall. Und mir fehlt bei den ganzen LED-Washern dieser Look, den eine Entladungslampe mit ihrem sphärischen Kegel da letztlich macht. Und das war so vom Gefühl her und von der Optik her und von der Wärme her einfach nicht dasselbe. Und dann habe ich im Dezember voriges Jahr habe ich gesagt, wir stellen jetzt mal wieder auf eine Entladungslampe um, auch wenn das fürs Dach total Stress macht, weil wir viel schwerer sind, viel mehr Truckspace brauchen, viel mehr Strom brauchen, also letztlich total kontraproduktiv, wenn es auf die Aspekte hingeht.
Aber es war nach der ersten Show klar, das war die richtige Entscheidung einfach. Weil der Kegel und die Wärme und so, das ist einfach eine andere Welt. Hingegen an der Seite, wo wir jetzt die Leitern haben, da waren LED-Washer genau das Richtige. Da habe ich dann auch überlegt, sollen wir was anderes nehmen oder haben wir ein bisschen rumprobiert. Aber für da passt es wieder perfekt, weil man eben auch die Lampe sieht ohne den Beam, weil dadurch, dass die ganze Frontfläche letztlich beleuchtet ist, sieht man die Lampe, nimmt sie anders wahr. Der Beam ist auch wirklich ganz streng rund und scharf. Das ist mit einem klassischen Wash so nicht möglich oder kaum möglich. Ich meine, mit den ganz neuen geht das schon irgendwie. Aber dann fehlt vielleicht wieder der Output. Und natürlich an den Leitern spielt Gewicht eine ganz große Rolle. Wenn ich drei Fünfer untereinander hänge, bin ich auf einem anderen Gewicht, als wenn ich 5 K20 BIs untereinander hänge. Und so ist auch wirklich gezielt entstanden, also so hat sich das ergeben, welche Lampe auch wo hängt. Und auch mit den Leitern haben wir ein bisschen rumgespielt, aber letztendlich, wie ich dieses Jahr im Februar das Ganze auf Arena redesigned habe und wirklich auch diesen Arena-Look prägen wollte, mit ein bisschen Lampen verschieben hier und da, habe ich sehr stark wirklich geguckt, welche Lampe passt, welche Type und so weiter. Und das, also so ist es genau die richtige Mischung. Ich würde hier keine einzige Lampe irgendwie substituieren wollen. Ich meine, ja, ein anderer Washer, klar, ein BMFL-Wash ist super schön, ist halt so neu, ist schwierig dann oftmals zu kriegen. Ein VL3500-Wash sofort, jederzeit gerne. Und bei Martin war halt der MAC 2000 Wash XP der nach wie vor der hellste Wash im Laden irgendwie ist, neben dem Quantum Wash. Und für mich war klar, ich möchte da keine LED-Washs haben im Dach und auch nicht am Boden. Und so sind wir beim MAC 2000 Wash XP gelandet, was völlig ausreicht und genau die Keule runterschmeißt, die sie da von irgendwie 12 Meter Trim noch bringen muss. Das war optimal. Und es ist auch so, es gibt ja inzwischen super hellere Spots als ein Viper und alle möglichen Hybridlampen auch, die viel mehr können als eben nur ein Profiler sind oder so. Aber zum einen bin ich ein totaler Gegner von Hybridlampen im Rig, also im Dach, für so eine Show wie wir haben. Also vorne für die Spiegelkugel und im Publikum ist ein Hybrid super. Da brauche ich viele verschiedene Möglichkeiten. Aber hier wollte ich einfach nur einen Spot haben. Und es muss auch nicht heller sein als ein Viper. Es gibt sicher bessere, schnellere, hellere Lampen als ein Viper. Aber der Viper erfüllt genau das, was wir brauchen. Weil sonst, wir müssen uns am schwächsten Glied orientieren. Und das ist letztlich ein voller Spot. Auch wenn wir für jeden ein 4 kW Lancelot haben, wenn ich da im Dach wieder eine 1500er oder 1700er Lampe habe, dann kommt wieder das Frontlicht nicht nach, das Video und so weiter. Wir läufen die Fäden aus der Hand und das wollte man nicht. Das haben wir oft genug gehabt. Du musst dann letztlich gedimmt oder limitiert fahren, kann man ja machen, runterdimmen im 1500 oder 1200 Watt Modus. Aber wie gesagt, ein Viper ist genau die richtige Mischung aus Helligkeit, Gewicht, Geschwindigkeit, Output, Gobo-Selektion ist ja auch so ein Thema. Das war genau die richtige Wahl und ist offensichtlich auch ein Standard inzwischen. Und vielleicht auch ganz wichtig zu sehen, natürlich, wie könnte es anders sein, MDGs als Neighbor. Wir haben bei der Tour extra 2 Maschinen dabei, was ein bisschen viel für eine Arena-Tour ist oder auch nicht. Aber wir fahren eine Maschine wirklich nur für die Bühne und die andere Maschine machen wir wirklich nur einen Song, bevor diese ganze Unplugged-Nummer kommt an, um die fetten Beams von der Spiegelkugel zu haben. Sonst, wenn du da nicht ordentlich Neighbor hast, dann hat das keinen Punch. Und wenn das keinen Punch hat, dann brauchst du es nicht machen. Das ist es einfach. Und darum haben wir gesagt, wir brauchen 2 Maschinen, 2 Ventilatoren, einer geht hier, einer dahin, um da Dampf machen zu können in dem Moment, wo wir es brauchen.